esse Blumen, denn Tiere tun mir leid. Da, 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 da. Wer kennt den Song noch von den Ärzten? Gerne mal in die Kommentare. Ja, das versinnbildlicht nur, was tatsächlich gerade in meinem Leben los ist. Denn ich habe ja schon seit Jahren Tierprodukte gegen komplett 100% pflanzlich eingetauscht. Und Löwenzahnblüten schmecken eigentlich ziemlich gut. So ein bisschen bitter, aber auch süß zugleich. Und ich werde euch heute in diesem Video erklären, warum die Löwenzahnblüte wahrscheinlich der gesündeste Teil der ganzen Pflanze ist. Und ideal, wenn wir vielleicht mehr Nährstoffe reinbekommen wollen. Denn die Bienen wissen, was gut ist. Und vor allen Dingen auch für unsere Haut, für unser Aussehen, für unsere Haare. Das werde ich euch heute in diesem Video erklären. Ja, draußen war es dann doch ein bisschen kalt, aber was macht man nicht alles für das perfekte Instagram-Video oder Foto, wie auch immer. Oder ja, was mache ich nicht alles? Ich habe mir da den Hintern abgefroren. Der Löwenzahn hat mich schon immer fasziniert, wenn ich ehrlich bin. Denn die Blüte und die Bienen und die Hummeln etc., die wissen, was gut ist. Da sind unglaublich viele Polyphenole drin. Und zwar 2012 gab es eine Studie vom Journal Nutrition Review. Und die haben die Löwenzahnpflanze untersucht. Und es kam dabei raus, dass die Blüte bis zu 100... Moment, Scharfstellen bitte. Dass die rosettenartige Blüte bis zu 115 mal mehr Polyphenole enthält als der Rest der Pflanze. Denn in der Löwenzahnblüte sind die Polyphenole in ganz konzentrierter Form. Und das finde ich so interessant, denn Polyphenole, das zeigen ja auch Studien, könnten uns eventuell präventiv vor gewissen Volkskrankheiten schützen. Polyphenole sind natürliche Verbindungen, die ausschließlich von Pflanzen synthetisiert werden, wohlgemerkt nicht von Tierprodukten. Und sie helfen dabei, entzündlichen oder auch oxidativen Stress zu modulieren. Und warum haben Pflanzen überhaupt Polyphenole und warum sollte das uns überhaupt was angehen? Und zwar, die Pflanze schützt sich selber mit Polyphenolen vor UVB-Strahlen, Fressfeinden, generell Stress. Und die Polyphenole schützt auch die Mitochondrien der Pflanzen. Ja, Pflanzen haben auch Mitochondrien, genau wie wir. Und deswegen braucht die Pflanze Polyphenole. Und das Interessante ist, dass die Polyphenole Ähnliches in unserem Körper bewirken können. Mittlerweile sind 1000 Polyphenolarten identifiziert worden und wir wissen gar nicht, wie viele noch unentdeckt sind. Das finde ich total spannend. Und zu den Polyphenolen gehören zum Beispiel die Phenolsäure, Stilbene, Lignane und Flavonoide. Das sind so die vier Polyphenolarten großen und dann gibt es natürlich dann die ganzen Untergruppen etc. Also wie gesagt, ich bin ja kein Lebensmittelchemiker, aber ich finde es total spannend, was es alles für tolle Nährstoffe auf dieser Erde gibt, die irgendwas bewirken in unserem Körper. Und natürlich können Polyphenole auch als Farbstoffe und Geschmacksstoffe daherkommen. Farbstoffe zum Beispiel kennt ihr von den Anthocyanen, das sind auch Polyphenole. Die machen zum Beispiel das Gemüse, das Obst eher violett, wie zum Beispiel beim Rotkohl oder auch bei den Heidelbeeren. Ja, und wenn diese die Pflanze vor Fressfeinden und UVB-Strahlen schützt, dann werden Polyphenole das eventuell auch in unserem Körper tun. Okay, Fressfeinde haben wir jetzt vielleicht nicht mehr so viele, außer vielleicht der Nachbar von nebenan, der uns schon lange mit einem blutrünstigen Blick anschaut. Jetzt kommt aber was ganz Spannendes, was Polyphenole für uns tun können. Und zwar, unsere Darmbakterien lieben Polyphenole. Die ernähren sich von Polyphenolen und die sind ganz wichtig für einen guten Darmmikrobiom. Deswegen sollten wir viele Polyphenole zu uns nehmen. Und ja, wie sagt man so schön? Eat the rainbow. Das heißt, isst den Regenbogen, denn umso mehr Polyphenole bekommst du auch in deinen Körper. Also die ganzen Farben an Obst und Gemüse etc. Dennoch muss ich sagen, hier in Löwenzahnblüten habt ihr natürlich die hohe Konzentration an Polyphenolen drin. Polyphenole könnten auch die DNA reparieren bzw. uns vor einem schnellen Alterungsprozess bewahren. Und zudem wirken Polyphenole entzündungshemmend. Das heißt, Hautverjüngung ist natürlich ein Thema. Ja, und Entzündung ist ja das, was auch den Alterungsprozess beschleunigen kann. Und auch entzündete Haut lässt uns älter wirken. Ich weiß, von was ich spreche. Ich habe nämlich natürlich auch manchmal Phasen, wo ich schlecht schlafe, wo ich zu spät abends esse. Fast jeden Abend. Und
ich merke einfach, dass mein Körper dann entzündlicher wird. Und da sind natürlich Polyphenole ein guter Puffer bzw. können dem entgegenwirken. Zudem ist es so, dass Polyphenole auch als ein Phytoöstrogen agieren, das heißt pflanzliche Östrogene, die ja eher schwach sind in der Wirkung. Dennoch ist es so, wenn wir reichlich davon zu uns nehmen, dass das auch sich positiv auswirken kann auf den weiblichen Hormonhaushalt. Und gerade wenn wir älter werden, kennt ihr vielleicht selber, dann hat man das Gefühl, dass die Haut nicht mehr so ganz straff ist, dass Elastin und Kollagen aus der Haut immer mehr verschwinden. Das kommt zu einer Art Atrophie, Gewebeatrophie, Muskelatrophie. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir sehr viele Polyphenole zu uns nehmen. Denn Polyphenole, wie gesagt, sind eigentlich auch Phytoöstrogene. Und ein ganz bekanntes Polyphenol kennt ihr vielleicht, das ist das Resveratrol. Ja, ist auch gleichzeitig ein Phytoöstrogen. Wenn wir Dinge bemerken wie Faltentrockenheit, dann sollten wir nicht nur von außen schmieren, wie ihr wisst, das bringt ja oft auch nicht so wahnsinnig viel, denn wir sollten auch von innen das Gerüst schaffen mit den richtigen Nährstoffen. Und viele glauben, sie müssten dann Knochen essen, Haut essen in Form von tierischem Kollagen. Nee, was unser Körper wirklich braucht, sind Phytonährstoffe, auch unter anderem in Form von Polyphenolen. Ich habe das Gefühl, dass meine Haut dadurch, dass ich halt sehr viel Obst und Gemüse esse, dass meine Haut dadurch schon auch relativ straff geblieben ist, ja. Und ich will damit jetzt nicht irgendwie mich beweihräuchern, sondern ich will euch einfach nur mitteilen, was möglich ist. Gut, über mein Gesicht reden wir heute mal nicht. Wie gesagt, sieht heute ein bisschen zerknautscht aus. Hab nicht so gut geschlafen. Aber auf jeden Fall merke ich das schon an der Straffheit der Haut. Ich esse kein Kollagen. Also ich nehme kein Kollagen zu mir. Ich lebe ja rein pflanzlich, für die, die es noch nicht wissen. So, und jetzt kommen wir aber noch zu einem interessanten Thema. Und zwar das Thema Haarwachstum. Es gab eine Studie, wo mit dieser Krankheit getestet wurde, wo Menschen einfach die Haare verlieren. Alopezie heißt sie, glaube ich. Und da hat man herausgefunden, dass, wenn wir sehr viele Polyphenole zu uns nehmen, dass das eventuell den Haarwachstum wieder stimulieren könnte. Jetzt wird es aber auch nochmal interessant. Pigmente in den Haaren könnten eventuell mehr werden, wenn wir mehr Polyphenole zu uns nehmen. Da ging es jetzt erstmal darum, wenn Haare von der Sonne gebleicht wurden in der Studie, aber vielleicht auch so ein bisschen dem Ergrauen entgegenwirken könnten. Kann ja sein, man kann es ja zumindest mal versuchen. Und ja, mehr Polyphenole zu sich nehmen. Man muss vielleicht ein bisschen mehr natürlich zu sich nehmen, da Polyphenole von der Bioverfügbarkeit nicht so gut sind, aber da sage ich gleich noch mal was dazu. Es ist tatsächlich auch so, dass Polyphenole sehr wertvoll sind für unsere Leber, beziehungsweise daran beteiligt sein könnten, dass die Leber wieder besser regeneriert. Und es gibt kein Organ, was so gut und sich so schnell regenerieren kann in unserem Körper wie die Leber. Da kann schon 3/4 kaputt sein und die Leber kann sich trotzdem wieder völligst erholen. Also die Leber ist wirklich hier ein richtiger Warrior, ein richtiger Kämpferorgan, und die ist ja auch relativ groß, und ich denke, dass wir auf jeden Fall auch für die Leber mehr Polyphenole brauchen könnten, und generell Bitterstoffe, wie auch im Löwenzahn drin sind, ist ja auch sehr wichtig für die Gallenblase, für die Leber, und deswegen finde ich Löwenzahn einfach ein sehr wichtiges Nahrungsmittel, und wie gesagt, wächst ja überall kostenlos. Ja, und jetzt noch mal kurz zur Bioverfügbarkeit. Es ist tatsächlich so, dass Polyphenole nicht die höchste Bioverfügbarkeit haben, aber erstens essen die Menschen auch generell viel zu wenig davon. Zweitens, viele haben vielleicht auch nicht mehr so die Verdauungskapazität, um Polyphenole aufzunehmen. Das bedeutet eine schlechte Verdauung. Viele Menschen nehmen auch Nährstoffe vielleicht gar nicht mehr so gut auf, ne? Und drittens, man kann die Aufnahme natürlich auch verbessern, indem man zum Beispiel entsaftet das Obst, Gemüse. Somit kannst du Polyphenole in größeren Mengen aufnehmen. Ich entsafte Wildkräuter übrigens sehr gerne, und ich teste ja gerade auf Nachfrage den H400 von Hurom, und der kann auch perfekt Wildkräuter entsaften. Der hat eine sehr hohe Saftausbeute, wie ich finde, und das Beste ist, er lässt sich extrem leicht reinigen. Also ihr könnt auch wirklich Grünblattgemüse damit entsaften und alles mögliche Obst, hartes Gemüse. Und er hat den Tresterbehälter schon hinten integriert. Finde ich ganz, ganz toll, und er ist sehr kompakt, leise und spart Platz. Oder auch ein Smoothie machen.
ist auch möglich, weil natürlich dadurch, dass es dann püriert ist, nimmt der Darm es dann einfach auch besser und leichter auf, weil viele Menschen kauen ja nicht mal mehr richtig. Deswegen finde ich das keine schlechte Sache und habe keine Angst, ein bisschen mehr Obst und Gemüse und Varietät reinzubringen in euren Alltag. Und ja, bei Wildpflanzen wäre ich erstmal ein bisschen vorsichtig, esst erstmal nicht gleich so viel, weil Wildpflanzen haben natürlich auch Alkaloide. Das bedeutet, das sind so bestimmte Pflanzenmoleküle, die natürlich auch die Pflanze vom Aussterben schützen sollen. Deswegen geht auch ein Reh zum Beispiel von einer Pflanze zur nächsten. Die essen sich mit einer Pflanze satt und dann merken sie, okay, ist jetzt zu viel, dann gehen sie zur nächsten. Also auch da sollte man ein bisschen rotieren mit den Pflanzen, auch mit den Wildpflanzen. Esst nicht zu viel von einer, aber klar, wenn ihr ein paar Löwenzahnblüten am Tag zu euch nehmt, dann ist es auf jeden Fall was Feines. Testet ein bisschen, esst erstmal eine kleine Menge Wildpflanzen, dann könnt ihr ja steigern. Ihr könnt ja erstmal so eine Löwenzahnblüte mal essen. Die könnt ihr ja, wie gesagt, übrigens auch so essen. Was die Rezession mit uns anstellt. Jetzt muss ich sogar schon Blumen essen. Die ganze Inflation. Jetzt habe ich hier noch ein tolles Produkt für super straffe Haut, und zwar Silizium, der Grundbaustein vom Kollagen. Das ist hier in einem ganz tollen Pulver von Purazell, was ich auch momentan nehme. Organisch gebundenes Silizium, sogar als Präbiotika, sodass es noch besser aufgenommen wird. Und die Zutaten sind ganz simpel: Jakonwurzelpulver, Bambussprossenextrakt und das aus kontrolliertem biologischen Anbau. Und vor allen Dingen, ja, rein pflanzlich natürlich. Und ich finde das super wichtig, dass wir hochkonzentriertes Silizium zu uns nehmen. Und in Bambussprossen kommt das meiste und bioverfügbarste Silizium vor. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest irgendwie gerne ein bisschen was für deine Hautstraffung tun, dann kann ich dir wirklich nur Silizium ans Herz legen. Also bei mir, ich merke halt schon, da ich siliziumreicher mich jetzt im Moment ernähre, dass die Haut auf jeden Fall auch ein bisschen straffer wird. Also wie gesagt, noch nichts hier mit Hängewinkearmen. Ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen so. Klar, Sport ist auch wichtig, will ich nicht abstreiten, aber ihr wisst ja, manchmal kann man so viel Sport machen, wie man will, und die Haut wird halt trotzdem nicht wirklich so richtig straff. Deswegen, ihr müsst von innen die Nährstoffe, das Gerüst bilden mit den richtigen Nährstoffen. Dazu gehört natürlich auch Silizium. Und ihr habt einen Code bei Purazell, den findet ihr unter diesem Video. Und ihr könnt dann wirklich auf alle Produkte von Purazell, auch auf die Kosmetikprodukte, die ich super toll finde, und ja, auf alle Superfoods, vieles in Rohkostqualität, könnt ihr 10% sparen. Und das finde ich halt ganz, ganz toll. Purazell ist auf jeden Fall ein richtig toller Online-Shop, wie ich finde, für wirklich naturbelassene, tolle Produkte und auch außergewöhnliche Produkte. Schaut gerne mal vorbei. Schaut gerne auch mal bei meinen Kursen vorbei. Einmal der Zellulite-Kurs. Jetzt ist ja schon Frühling. Das bedeutet, wir wollen ja alle schöne, straffe Beine haben. Nicht alle, aber manche von euch haben vielleicht Lust drauf, da was zu machen. Und mein Zellulite-Kurs zeigt dir, wie ich es geschafft habe, dass ich bis heute zellulitefrei bin mit über 40. Das ist manchmal einfach eine Ernährungssache. Ich mache jetzt keine Versprechen, dass es komplett weggeht bei dir. Aber vielleicht wirst du schon mal eine Verbesserung feststellen oder auch einfach dich wohler fühlen in deinem Körper. Und das ist ja auch schon mal total toll. Es geht nur darum, dass ich euch zeige, was ich gemacht habe. Und ja, ihr könnt euch ja einfach von mir inspirieren lassen in dem Kurs. Und da gibt es Lektionen, da habt ihr eine PDF. Dann natürlich auch mein Rohkostkurs, Raw Up Your Life. Wenn du generell dich mehr für das Thema Rohkosternährung interessierst, da habe ich ganz tolle Rezepte für den Übergang, Lektionen. Also ist ein relativ umfangreicher Kurs für relativ wenig Geld. Ja, dann sehen wir uns